Gut, dann können wir die Mavic Air 2 starten. Okay, Aufnahme läuft. Ja, die R2, genau. Also nicht die Mini, die gibt es ja auch noch. Ja. Nur. Ja, ich habe diese Mavic. Ja. Die 1 oder die 2? Keine Ahnung, Mavic. Wahrscheinlich die 1. Ne? 2 Jahre alt. Ja, 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 genau, ist die 1. Oh, eine ganze Menge. Ja, genau. Aber die sind ja voll für Kameras, sehe ich gerade. Ja, ich mache das für meine YouTube-Vlogs, ne, für meinen YouTube-Kanal. Ja, was ist meine? My Daily Flight. Also einfach mal reinschauen, ne? Ja, vielleicht einen Kommentar schreiben, dass wir uns hier gesehen haben. Würde ich mich drüber freuen. Einmal gucken. Dann müssen wir mal im Sommer. Ich habe ein Segelboot. Ja. Dann, wenn ich jetzt das finde, dann kontaktiere ich mal. Dann können wir mal auf der Elbe. Das wäre toll. Da würde ich mich freuen. Ja. Und dann können wir dann mal, ja, klar. Mal gucken, so. Einfach mal in den Kommentare reinschreiben. Dann können wir mal per E-Mail schreiben oder, ja, Facebook, genau, so, ne? Super. Dann ist das in Ordnung. Ja. Erst noch, ja, ja, klar. Der kommt. Ja, das wäre klasse. Ich würde Weihnachten immer machen, aber ja. Ich muss den Segeln, hab dann immer keinen Hand dabei. Dafür bin ich mit dem Ding nicht so gut genug. Ja, nee, ist richtig. Da muss man sich schon konzentrieren, ja, dann auch drauf. Ne? Genau. Haben Sie schon die Fotos vom Wasser, also vom Wasser aus? Nur vom Ufer aus, ne? Ja, noch nicht vom Boot. Perfekt, ja. Ja, klasse. Wollen wir sagen, wo Sie noch hinwollen? Ja, gerne. Das können wir gerne mal machen. Ja, perfekt. Ne? Okay, ciao. Bis dahin, tschüss. Ja, die Pocket 2 läuft jetzt auch. Die Aufnahme, die habe ich jetzt auf dem neuen Gimbal von Scotty Mix aus Australien. Das hier. So, ganz so leicht sich hier zu konzentrieren. Noch einiges an Leuten hier unterwegs ist. Aber ich versuche das jetzt mal, die Drohne zu filmen. Mit dem neuen Gimbal. Und gleichzeitig die Mavic Air 2 zu fliegen mit dem Active Track. Das klappt bis jetzt auch recht gut. Was sagt denn der Akku? 76, da geht auch noch einiges mit. Ein bisschen die Richtung vielleicht ändern. Es ist schon nicht so ganz einfach, sich auf so viele Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. So könnte das funktionieren. Ja, und hier habe ich dann halt meine Pocket 2 mit dem neuen Gimbal und bewege mich hier an der Küste entlang. Die Hero 9 ist auch dabei, die filmt hier die Gesamtübersicht, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, und das ist dann halt das erste Mal, dass ich das neue Gimbal hier ausprobiere, um zu schauen, wie das hinhaut. Jetzt lassen wir die
Drohne mal ein bisschen tiefer fliegen. Mavic Air 2. Okay. Und jetzt habe ich das Gewicht verloren. Das passiert. Nicht so schön, aber passiert. Immer noch besser, als wenn die Kamera runtergefallen wäre. So, ja. Läuft wieder alles. Die Mavic Air 2 fliegt schön voraus. Das ist bestimmt eine schöne Ansicht so. Wobei es natürlich alles etwas schwierig ist hier mit den vielen Leuten. Ich werde sicherlich die Tage nochmal rausfahren, vielleicht nach Altenbruch, wo weniger los ist. Dann am besten auch in der Woche, um noch ein bisschen zu testen mit der Air 2, die Mini 2 und meine Mavic 2 Pro muss ich auch mal wieder rausholen und Aufnahmen damit machen. Das mit dem Schnee ist hier halt schon was Besonderes. Das sehen wir ja sonst nicht so häufig hier an der Küste. Und wenn die R2 dann fliegt, dann macht das Ganze auch echt viel Spaß. Jetzt will ich mal schauen, ob sie mir wieder gut folgen kann. Immer wenn sie in diese Position geht, fällt sie etwas zurück. Aber das können wir ja angleichen. Falsche Richtung. Ja, ich werde sie mal ein bisschen mit der Hand dabei steuern. Okay. So, dann kann sie mich jetzt mal so hier im Schnee filmen. Im Schnee. An der Küste. Ja, der Matthias im Schnee. Ich freue mich, dass du das Video wieder anschaust. Und falls es dir gefällt, dann kannst du mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreib auch einen kleinen Kommentar, wenn du möchtest. Vielleicht hast du ein bisschen Anregungen oder Kritik auch. Bin ich immer dankbar für, da was von dir zu lesen. Ja, und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das natürlich auch jetzt gerne tun. Und die Glocke drücken nicht vergessen. Das ist immer wichtig, damit du benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video draußen habe. Höher. Und zur Seite, zur anderen Seite, zu dieser Seite. Ja. Gut, ja, das neue Gimbal aus Australien. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ich hoffe, dass die Aufnahmen schön weich damit sind. Dass es dieses Wobbling einschränkt. So ganz verhindern kann man es wohl nicht. Das, denke ich, funktioniert damit auch nicht zu 100%. Aber sofern das ein wenig gemildert wird, dann wäre mir das schon ganz recht. Würde ich mich schon drüber freuen. Ja. Gleich werde ich mal meine Finger wieder einpacken hier, damit die mir nicht total erfrieren. Dazu ziehen wir die R2 noch mal wieder ein bisschen rüber. Oh. Ja. Drei Kameras oder vier Kameras gleichzeitig zu bedienen, ist schon eine Herausforderung. Aber es geht. Gut. Mavic Air 2.
immer wieder toll zu fliegen. Und hier in diesem Winter-Wonderland an der Küste. Heute natürlich auch mal was ganz Besonderes. Oh, kleine Vögelchen. Versuchen, die Mavic Air 2 zu fangen. Das ist doch auch mal eine schöne Einstellung. Gut, kann man mitleben. Ja, ich weiß nicht, wie lang dieses Video jetzt hier wird. Eventuell mache ich daraus auch mehrere Teile wieder. Wird sich zeigen. Jedenfalls möchte ich mich dann erstmal bei dir bedanken, dass du mein Video wieder schaust. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und schreib einen kleinen Kommentar, wenn du möchtest. Falls du noch nicht den Kanal abonniert hast, kannst du das natürlich auch gerne machen. Ja, und dann sehen wir uns auch schon bald wieder in meinem nächsten Video. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder mitschaust. Und ja, dann wünsche ich dir, dass du gesund bleiben mögst. Hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute im Schnee an der Küste. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted, trying to find it. All that I go through, for my peace of mind, let it all go out the window. No smoke in my eyes, I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold, covered in gold. There's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes, I can hear the wind. It's always been you in the back of my mind. When there are others, I do the routine. I dance all alone, I try to be seen. Out the window, no smoke in my eyes, I can hear the wind chime. It's always been